Hallo meine Leutronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Heute am Freitag, die Folge ein bisschen später, weil, wie sagt man so schön, vor dem Nachtdienst, nein, nach dem Nachtdienst ist vor der Aufnahme. Und wenn ihr jetzt unten rechts guckt, dann seht ihr die Aufnahme, 16:32, vor einer halben Stunde sollte die Folge schon da sein. Ja, habt da recht. Ich habe aber bis vor einer halben Stunde geschlafen. Bis gleich. Ohne genaue Pläne ist ein solcher Staffelangriff zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen Hangarpositionen, Verteidigungsmaßnahmen. Es würde auch helfen, wenn wir wüssten, wie man den Energiekern deaktiviert. Ich kann solche Informationen nicht herbeizaubern und auch nicht zu den Göttern der Wissenschaft beten. Alles, was ich tun kann, ist spekulieren. Außer natürlich... Man könnte die Daten in aller Heimlichkeit extrahieren. Seht mich nicht so an. Ich habe mich schon in verrückte Orte reingeschlichen. Aber diese Stationen sind dann doch was anderes. Okay, wir vertagen das erstmal. Wir haben Gesellschaft. Braucht ihr Hilfe? Bei Arkans Kampfstationen? Ja, sobald wir mehr über sie wissen. Wir bauen eine stabile Allianz auf, aber das reicht nicht. Die Kernwelten sind durch Arkans enorme Reichweite immer noch in Gefahr. Ich habe ein Expertenteam zusammengestellt, das dabei helfen soll, die großen Fragen zu beantworten und mögliche Rekruten zu finden. Dr. Juvat Ilip Ogorop, falls ihr euch erinnert, ich bin kein Biologe, aber ich gebe zu, dass mich die Auswirkungen der langfristigen Carbonitvergiftung auf eure mentalen Fähigkeiten faszinieren. Baywan Ego, ehemaliger Flottenadmiral in der republikanischen Marine, entlassen? Aber immer noch kampfbereit wie eh und je. Hülo Viss. Ihr habt sicher von mir gehört. Ich habe die stärkste Blockade in der Geschichte der Galaxis gebrochen. Sozusagen die größte gesetzlose Heldin der Republik. Euer Gesicht ist mir in meinen Prüfungen erschienen. Ich bin die Mystikerin Sana Ray. Ich werde euch helfen. Hallo zusammen. Und nein, Doktor, mit meinem Hirn wird nicht experimentiert. Wie schade. Vielleicht ein anderes Mal. Wenn ich so frei sein darf, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen vielversprechenden Rekruten ins Auge gefasst. Ausgerechnet ein Gant. Wenn ihr die Details dazu hören möchtet, findet ihr mich in meinem exquisiten neuen Labor. Das ist also das Team. Irgendwelche Fragen? Ich werde eure Zeit nicht weiter beanspruchen. Ich freue mich darauf, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Es war ein Vergnügen, euch persönlich zu treffen. Viel Glück da draußen. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Okay. Jetzt musste ich gerade nochmal... Warum ist er eigentlich dabei? Ich brauche eh eine Pause. Wen nehmen wir denn? E7? Lana? Nehmen wir Lana. Ich kann keinen rufen. Super. So kann ich die rufen. Haha. Nehmen wir Lana. Schön, euch zu sehen. Ja. Problem mich nicht zu. Okay, also wie ich ja schon mal sagte, ist, so zum Ende der letzten Folge, ist das jetzt unsere neue Heimbasis sozusagen. Und hier gibt es verschiedene Bereiche. Hier gibt es zum Beispiel das Labor, wo wir jetzt gerade hingehen, wo dann eben dieser komische Doktor hier herumspringt. Und dann gibt es einen Hangar und was weiß ich nicht was. Und ja, irgendwie kannst du für alle irgendwie was tun und muss das jetzt auch machen und muss die Allianz vergrößern und so weiter und so fort. Na, so sieht man sich wieder. Euch nach so vielen Jahren einmal wieder zu treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Schicksal so launenhaft ist. In der Tat. Die zurückliegenden Jahre haben euch nicht gut getan. Da habt ihr wohl recht. Wisst ihr, ich erinnere mich immer noch gerne an unsere Zusammenarbeit auf Makeb, um Tobarro zu stürzen. Ich hatte gehofft, wieder mit euch zusammenarbeiten zu können, und nun hat sich die Gelegenheit ergeben. Vergeuden wir sie nicht mit müßigem Geschwätz. An die Arbeit. Es ist kein Geheimnis,
dass das ewige Imperium uns gegenüber einen immensen technologischen Vorteil hat. Und das ist eigentlich noch untertrieben. Meine Aufgabe hier ist die Koordinierung der Allianzbemühungen zum Verständnis der Technologie des ewigen Imperiums, damit wir eigene Hilfsmittel entwickeln können, um ein gleiches Niveau zu erreichen. Die Aufgabe ist wirklich gewaltig, was sie umso spannender macht. Um sie zu bewältigen, müssen wir Wissenschaftler, Forscher und Repräsentanten der zahlreichen empfindsamen Spezies der Galaxis versammeln, um neue Perspektiven zu gewinnen. Das stimmt. Ein außergewöhnlicher Gant. Sowohl ein Finder als auch ein gelernter Ingenieur. Er befindet sich gerade im Gebiet der alten Welt auf Sakul. Finder nehmen die Realität auf eine einzigartige Weise wahr. Sie können intuitiv spüren, was andere überhaupt nicht begreifen können. Ein Finder, der auch noch ein erfahrener Ingenieur ist? Allein der Gedanke daran, wie eine solche Person unserer Sache dienlich sein könnte, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich habe euch unsere Informationen bezüglich Yun weitergeleitet. Doch nun muss ich mich wieder meiner Kunst zuwenden. Dieses Gespräch hat mich inspiriert. Nun muss ich etwas erschaffen. So, das ist so eine kleine Schattenseite des Ganzen. Es gibt hier irgendwie neue Gesprächsdinger. Keine Ahnung. So, dass es halt kein richtiger Dialog mehr ist, sondern man nur noch so hin und her quatscht irgendwie, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was das soll. War ich nie von begeistert. Fand ich nie gut. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einmal durch alle Gebäudeabschnitte. Also ich glaube, die Folge wird heute nicht besonders actionreich, muss ich euch mal so sagen. Weil wir müssen erstmal diese ganze Station hier kennenlernen, sozusagen. Ich grüße euch. Bin ich nicht die erste Mystikerin, die ihr trefft? Es ist mir eine Ehre. Als meine Vision zeigte, dass ich viele Vos mitnehmen, einen Fremden suchen und an einem großen Krieg teilnehmen muss, war äußerste Umsicht erforderlich. Meine Vision wurde 5 verschiedenen Deutern gezeigt. Alle 5 Deutungen stimmten überein. Darum bin ich hier. Visionen können nicht falsch sein. Deutungen durchaus. Wir haben diese Möglichkeit ausgeschlossen. So wurde der Weg nach vorne deutlich. Eure Dankbarkeit ist nicht erforderlich. Wir tun, was notwendig ist, um Vos zu schützen. Wie vorausgesehen, haben wir eine Enklave für jene erbaut, die in der Macht talentiert sind. Hier werden sie meditieren, üben und wachsen. Ich meditiere ebenfalls und erwarte Visionen jener, die sich uns noch anschließen werden. Die Vision war deutlich. Dies ist, wo ich sein soll. Ich habe auch mehrere Vos hierher gebracht, um in der Macht unterwiesen zu werden. Manche sind erfahren, manche beginnen erst. Alle lernen. Ihr seid freundlich, aber Dankbarkeit ist nicht notwendig. Die Enklave muss wachsen, doch sie braucht dazu eure Unterstützung. Ich meditiere. Meine Visionen zeigen jene, die sich uns anschließen könnten. Ihr werdet versuchen, sie zu rekrutieren. Meine Visionen zeigten auch viele Artefakte und Machtrelikte, die hier angesammelt sein werden. Sie zu finden, muss ebenfalls eure Aufgabe sein. Durch die Relikte werden wir lernen und wachsen. Unsere Allianz wird sich über die Sterne ausbreiten. Ich muss mich wieder meiner Meditation widmen. Viel Glück, wie man es bei den Fremden sagt. Krass, habe ich gar nicht dran gedacht. So die ganze Zeit beim Leveln. Es gab früher, gab es auf dem Planeten noch so Holocrons, die man einsammeln konnte, die Stats erhöht haben. Gibt es das eigentlich noch oder haben sie die komplett rausgenommen? Die waren ziemlich nervig, weil manche da waren wirklich übertriebene Jump'n'Runs. Aber man konnte die halt sammeln und
Ja, sie konnte halt so, ich weiß gar nicht wie viel, aber halt ein paar Punkte zusätzlich an den Stats gewinnen. Aber ich glaube, das gibt's nicht mehr, ne? Ich weiß es gar nicht. Sieh an, wenn das nicht unser neuer Kommandant ist, es ist mir eine Freude, wieder mit euch arbeiten zu können. Eure Leistungen bei Quad waren überaus beeindruckend. Das stimmt. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zu plaudern, aber das ewige Imperium sitzt nicht untätig herum. Und wir können uns das auch nicht erlauben. Ich wünschte, wir hätten mit dem ewigen Imperium ein ebenso leichtes Spiel, wie ihr es mit diesen Imperialen auf Quad hattet. Tut mir leid. Diese Bemerkung war angesichts unserer aktuellen Allianz vermutlich unangebracht. Meine Arbeit ist jedenfalls die Koordination der militärischen und strategischen Ressourcen der Allianz, und ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten und unsere Schlagkraft zu steigern. Lasst mich wissen, ob und wann ihr helfen wollt. Wir haben hier reichlich zu tun. Okay, haben wir das auch. Und ein Gespräch müssen wir jetzt, glaube ich, noch führen. Dann gehen wir noch an Bord unseres eigenen Schiffes. Wie gesagt, heute ist so eine Station Kennenlernphase, deswegen ja, ganz entspannte Runde hier heute mal. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Kann ich eigentlich? Ach, guck mal, ich kann auf dem Tauntaun aufsitzen. Das ist ja praktisch. Und wo muss ich denn lang? Wo bin ich? Ich muss da lang. Jetzt fehlt nur noch diese verrückte Schmugglerin oder was auch immer das war. Oh, da ist auch jemand, der will was von uns. Das gucken wir uns zumindest mal an. Was? Super. Ja, ihr seid mir empfehlen. Ja, okay. Easy. Da bin ich vor die Wand gerannt. Händler für Schwarzmarktgüter. Wenn ihr was Aha. seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Ihr wisst, ich muss immer zwischendurch mal ein bisschen gucken, ne? Kann ich das ohne die Maske tragen? Aber so ein Erbending will ich nicht, glaube ich. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass ich irgendwann nochmal so eine Folge über Dings machen wollte. Über. Ne, das Housing in Star Wars habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Sieh an, wenn das nicht unser neuer Kommandant ist. Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, richtig miteinander zu reden. Habt ihr euch verlaufen oder wolltet ihr euch nur mal unter das gemeine Volk mischen? Nun, hier ist es in seiner ganzen Pracht. Das pulsierende Herz der Versorgungskette eurer Allianz. Wie auch immer, ich würde euch ja gerne alles zeigen, aber wir sind gerade ziemlich beschäftigt. Die Allianz braucht viel, um weiterarbeiten zu können. Nahrung, Ausrüstung, Waffen, Schiffe. Und das muss alles besorgt werden, ohne dass Arkan etwas davon erfährt. Diese Arbeit kann nur ein echter Profi machen. Jemand, der weiß, wo man suchen muss, wie man fragt und wen man fragt. Eure Freunde haben mit meiner Wenigkeit natürlich die Beste gefunden, um die Versorgung dieser Operation sicherzustellen. Ich sorge dafür, dass ihr das bekommt, was ihr braucht, ohne dass jemand davon Wind bekommt. Und das alles zu völlig vernünftigen Preisen. Plus Gefahrenzulagen und einer Diskretionsgebühr. Hatte ich etwa noch nicht erwähnt, dass ich die Beste bin? Aber mal ernsthaft. Der einzige Grund, dass es diese Basis noch gibt, ist, dass Arkan nicht weiß, wo er danach suchen muss. Der Beweis, dass wir unsere Arbeit richtig machen, ist also, dass ihr noch am Leben seid.
So oder so muss ich aber zugeben, dass mein Kontaktnetzwerk nicht viel mehr hergeben wird. Wenn diese Allianz noch weiter wachsen sollte, brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Hilfe. Schmuggler, Kopfgeldjäger, vielleicht sogar Piraten. Alle mit nützlichen Fähigkeiten oder Kontakten in der Unterwelt. Wenn ihr Leute findet, die gut sind, bringt sie her. Ich halte hier auch ständig Augen und Ohren offen. Wenn ich irgendwas Vielversprechendes finde, gebe ich euch Bescheid. Oh, eine Sache noch, wo ihr schon mal hier seid. Wenn ihr mal auf einen Devaronianer namens Gault Renault oder Tiresius Lokai stoßt, lasst es mich bitte wissen. Ich muss diesem hinterhältigen Hund noch ein paar Löcher in den Pelz brennen. Ist eine lange Geschichte. Jo, ist klar. Okay, dann sollen wir uns jetzt in der Kantine entspannen gehen. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Oder sollen wir erst aufs Schiff? Ich glaube, ich gehe erst aufs Schiff. Ich gehe erstmal zu meinem Schiffchen. Das ist lange her, dass ich auf dem Schiffchen war. Und dann entspanne ich mich in der Kantine. Mal schauen. Wie komme ich zu meinem Schiff? Anscheinend muss ich hier irgendwo auf einen, in einen Fahrstuhl. Der scheint aber gar nicht hier zu sein. Ich hänge hier fest. Hier ist er. Nein, doch, wohl. Persönliche Raumschiff-Landezone. Easy. Easy. Da haben wir doch mein Schiff. Ist das schön. Guck es dir an. Ist das lange her, dass ich dich gesehen habe, du Schiff, du. Du Schiff, du. Ist das schön. Mein Schiff. So. Genug vom Schiff geschwärmt. Hallo. Warum laufe ich denn eigentlich, als ob ich besoffen wäre? Was ist da los, ey? Nein, ich will keine Kriegsgebiete, irgendwas. Jetzt nicht. Lass mich in Ruhe mit sowas. Okay, benutze die Sternenkarte, um nach Sakul zu reisen. Ja, super, okay, toll, danke. Vollkommen sinnfrei. Ich will mich doch erst in der Kantine entspannen. Kann ich einfach auf Spielen klicken oder was? Wie weit sind wir eigentlich? Wir sind jetzt gerade da und wir haben noch... Ach du Heilige. Nein, wir machen das so. Tut mir zwar furchtbar leid, dass wir vollkommen umsonst jetzt hier hingerannt sind, aber wir machen das jetzt einfach. Was? Ich bin niemals abgehoben. Warum muss ich jetzt landen? Was soll das? Was? Star Wars, was soll das? Ja, ergibt vollkommen Sinn, dass wir jetzt gelandet sind. Obwohl ich doch nur das Raumschiff betreten habe, also, naja, gut. Mhm. Komm. Das ist ja eine tolle Folge, doch. Da bin ich ja richtig stolz auf die Folge hier heute. Mit so viel Spannung. Oh, guck mal, da sind auch ganz viele Menschen, die irgendwas von mir wollen. Ach, das sind die Terminals, okay. What the fuck, Alter? Was war das für ein Geräusch? Okay. Ich werde so ein bisschen das alles umgehen. Auf alte Freunde und neue Verbündete. Ich trinke auf den zweiten Teil. Könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, wie wir uns das letzte Mal entspannt haben? Ja, das war vor 2,6 Millionen Jahren. Und Senja war immer noch ein Trottel. Eigentlich hatte ich ja vor, die ganze Nacht für euch zu singen, aber so... Ihr wolltet was? Ach, kommt schon. Das muss ich hören. Jetzt ist es zu spät. Theron, ihr könnt nicht die ganze Zeit das Gewicht der ganzen Galaxis auf euren Schultern tragen. Aber deswegen habt ihr mich doch hergebeten, um eure Last zu erleichtern. Ich habe euch hierher geholt, weil ihr gut seid. Wen haben wir denn da? Keine Sorge, wir haben nicht ohne euch angefangen. Ja, wir haben gerade erst begonnen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr kommen würdet. Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist etwas Entspannung genau das Richtige für uns. Das stimmt allerdings. Dazu muss ich nur noch die Laune von dem da verbessern. Meine Laune ist bestens. Ich bin dabei.
Und jetzt seid ihr es ja auch. Ich hatte gehofft, erst mit einem von euch sprechen zu können. Lana, habt ihr einen Moment? Natürlich. Also, ich glaube, ich gehe besser. Ja. Ja, natürlich. Bis später. Ja. Das ist schon beeindruckend, nicht wahr? So viel mehr als das letzte Bündnis, das wir schmiedeten. Was ich vermutet hatte, als wir uns mit Theron, Satil und Darth Maar zusammentaten, hat sich jetzt bestätigt. Ich habe zwar Ereignisse in die Wege geleitet, doch ohne euch hätten sie sich niemals so entwickelt. Wir haben es noch nicht geschafft. Es ist noch ein weiter Weg. Das stimmt. Aber da ist noch eine Wahrheit, der ich nicht länger ausweichen kann. Ich dachte, ihr wärt nur aufgrund eurer Fähigkeiten der Einzige, der Arkan stoppen kann. Doch jetzt sehe ich es. Das ist Bestimmung. Eure Bestimmung. Es läuft allem zuwider, was ich als wahr erachte. Und doch ist es so. Es ist die Wahrheit. Ich kann das nicht alleine tun. Ihr seid ein wichtiger Teil von dem, was wir erreichen wollen. Natürlich. Und ich werde weiter für euch da sein, solange ihr mich braucht. Ich finde, wir sollten wieder zur Party zurückgehen. Wir haben sie uns schließlich verdient. Macht ihr Witze? Seht euch mein ernstes Gesicht an. Und jetzt sagt mir, dass ich lüge. Oh Mann, das passt so zu Lana. Ja, nicht wahr? Worüber sprecht ihr beide? Na, über gar nichts. Und definitiv nicht über irgendwelche Entführungen auf Rishi. Schön zu sehen, dass ihr gemeinsame Interessen gefunden habt. Hey, habt ihr Senja gesehen? Hat irgendjemand Senja gesehen? Korf, ihr werdet ihr irgendwann vertrauen müssen. Sie hat gegen ihre eigene Tochter gekämpft. Ich weiß. Das weiß ich doch alles. Die Crew muss in einer Stunde wieder an die Arbeit. Das sollte lustig werden. Ich muss ein paar Treffen ansetzen. Das erinnert mich an meine Zeit als Beraterin. Ich danke euch, euch allen. Es bedeutet mir viel, dass ihr hier seid. Mir auch, Fremdling. Tora, Len, gehen wir, ihr kümmerlichen Schwächlinge. Haltet die Klappe! Wie Lana mich einfach weiter die ganze Zeit Fremdling nennt. Easy, kann man machen, ne? Ist dann halt scheiße. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt weitermachen, weil es wird hier heute keine Action mehr stattfinden. Das müssen wir alle für uns akzeptieren. Und wir haben jetzt 20 Minuten. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, wahrscheinlich echt nicht gerade das Spannendste gesehen, was es so gibt, aber das gehört halt eben nun mal damit dazu. Ich hätte das auch offscreen machen können, aber dann hättet ihr halt das, ich weiß nicht, das hätte für mich wenig Sinn ergeben, wenn ich das jetzt alles nicht gemacht hätte. Wo finde ich Senja? Anscheinend auch da. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal mit, aber wie gesagt, das ist halt eine relativ langweilige Folge. Wir werden jetzt mal noch das Gespräch mit Senja suchen, würde ich sagen. Es ist wirklich beeindruckend. Leute aus der ganzen Galaxis folgen euch. Das alles war vorherbestimmt. Ja, das hat Heskal auch geglaubt und die Erben sind ihm blind gefolgt. Er nimmt eiskalt ihren Tod in Kauf, weil es angeblich so vorhergesagt worden war. Ihre Visionen bieten wichtige Erkenntnisse, aber sie sind nicht unfehlbar. Erinnert mich an die Herolde von Syldrog. Ein weiterer Anführer, der für seine Gewissheit bezahlt hat. Ihr könnt über Valkorion sagen, was ihr wollt, aber er hat zumindest andere Standpunkte in Betracht gezogen. Er hat auf mich gehört. Meistens. Er hat nicht. Er hätte nie getan, was Arkan getan hat. Bitte sprecht weiter. Ich habe euch bereits erzählt, dass Arkan einen Bruder hatte. Texen.
Sie waren unzertrennlich bis zu seinem Tod. Waylin hat es mir bei unserem Kampf erzählt. Arkan hat Texan ermordet. Seinen eigenen Bruder. Hätte ich ihn aufgezogen, dann... Was ist bei eurem Kampf mit Waylin passiert? Was sie gesagt hat, hat mich im Kern erschüttert. Mich betäubt und gelähmt. So ist sie entkommen. Mehr denn je weiß ich nun, dass meine Kinder aufgehalten werden müssen und dass ich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, ins Reine kommen muss. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Was auch immer ihr tun musstet, um hierher zu gelangen. Sie hat eine wichtige Frage gestellt. Wie betrachtet ihr den Weg, den ihr bis hierhin gegangen seid? Ich habe die Entscheidungen getroffen, die ich als richtig angesehen habe. Mehr kann niemand von uns tun. Ein Leben ohne Reue ist ein gutes Leben. Doch es bleibt abzuwarten, ob man letztendlich Erfolg hat. Ich persönlich glaube, dass ihr Arkan besiegen werdet. Auch wenn das nicht jeder auf dieser Welt so sieht. Was soll das heißen? Wer glaubt nicht daran? Das werdet ihr schon bald erfahren. Er ist irgendwo da draußen, unser eigener Vater, und er schmiedet Pläne gegen uns. Und er ist nicht alleine. Nachdem ich Mutter erzählt habe, dass du Texan getötet hast, wird sie sicher deinen Kopf fordern. Aber das ist kein Problem. Du hast den Thron, die Flotte, dieses gesamte Imperium. Du bist so sicher vor ihr, wie es nur geht. Ich wünschte, Texan wäre jetzt hier. Er würde sehen, dass es richtig war, Vater herauszufordern. Stell dir nur vor, wie wir drei über dieses Imperium herrschen, so wie es sein sollte. Ich wünschte auch, dass Texan hier wäre. Aber das ist nicht mehr möglich. Das spielt keine Rolle. Vater hat einen neuen Liebling. Er will, dass der Fremdling dir das alles wegnimmt. Eher sterbe ich, bevor ich das zulasse. Natürlich wirst du das. Und das war ein schönes Bild, das fand ich gut. Okay, wir werden das jetzt hier beenden. Wie gesagt, war heute auf jeden Fall so eine Folge, wo viel Videosequenzen, viel Gelaber, viel Herumgerennen, wenig Kämpfen. Ich muss Eier machen.